So Leute, willkommen zurück zu Paper Mario. So, ich habe erstmal einen gigantischen Schluck getrunken und jetzt geht's mir besser. Wir werden gleich kämpfen, weil wir haben ja eigentlich nichts verbraucht. So, jetzt lese ich immer gleich mit. Stachy und Partner. Eine Show, einer, das ist kein Problem. So, und die Mysterien müssen wir auch noch alle aufklären, weil ich das sehr interessant finde. Vor allem mit der Toilette, die Menschen frisst. Jam, 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 jam. Bomba, folge mir, dein Kampf beginnt. Ah, ich trinke lieber noch einen Schluck. Ist ja noch nicht so weit mit dem Kampf. So. So, jetzt ist meine Stimme ein bisschen kratzel. Nein, ist sie nicht. Wir werden siegen. Kannst du auch mal was anderes sagen? Ich bin mal gespannt. Jetzt wäre beinahe... Scheiße, was mache ich denn da? Scheiße, scheiße, gut. Mann. Eine Show-Einlage. Ja, ja. Das wird gleich Kopio machen. Hallo, ich habe A gedrückt. Ich denke mal, es zählt auch, wenn er sie macht. Ey, Junge! Willst du mich verarschen? Also das finde ich jetzt nicht nett. Der wirft ganz neue Viecher dahin. Was ist denn das für eine miese Attacke, bitte? Ja, und der eine hat sich... Nein, jetzt brauchst du keine Show-Einlage mehr. Können wir eigentlich auch reiten? Cool. Ich will das mal einfach ausprobieren. Das war... Der eine nimmt gar keinen Schaden. Na, wenigstens hat er keinen neuen produziert. Echt, ey. So eine... Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Das ist ja so eine Wolke, die immer diese Scheiße produziert. Kann ich eigentlich auch Feuerblume auf beide? Naja. Wir sollten mal neue Items wieder kaufen. Wir kriegen ja jetzt immer Kohle. Hehe, besiegt. Ah, ein. Mann. Warum immer nur ein? Jetzt kriegen wir bestimmt wieder nur 5 Münzen. Man kriegt ja immer alles zweimal. Gib mir mal mehr. Bin ich jetzt mal langsam in der zweiten Liga? Alter, wann kommt man denn in die zweite Liga? Oh, jetzt kommt der schon wieder zu uns, ey. Deswegen will ich ihn 2 lernen. Ja. Ich gewinne auch so, aber ich schaue mir das gerne mal an. Mit Eiern? Hotdog mit Eiern? Okay. Wenn er das schon sagt, dann gucken wir uns das mal an, würde ich sagen, ne? Ich finde, man braucht mal ein bisschen Abwechslung. Man muss nicht die ganze Zeit hier rumhampeln. Vielleicht finden wir jetzt zufällig das Klo. Nee, jetzt ist hier schon der Ausgang. Naja. Vielleicht ist das Klo auch woanders. Aber das glaube ich nicht. Das ist komisch mit dem Klo, muss ich schon sagen. Ein Klo, das Menschen frisst. Na lul. Oh nein, ich bin verloren. Wer schreit denn da so rum? Oh, was ist das? Boing, 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 boing. Mein Ei ist geflohen. Kann es denn nicht jemand wieder einfangen? Ah, ich fange das Ei. Komm her, Ei. Bleib doch mal stehen. Komm schon, doofes Ei. Wie müssen wir denn das fangen? Ich rede erstmal mit dem Schwein. Ich brauch's unbedingt für mein neues Gericht. Nein, ich möchte das aber nicht. Alter, das ist doch voll verarsche mit dem Ei. Ich bleib jetzt hier stehen. Bleib doch mal stehen, Ei. Müssen wir es überhaupt fangen? Ach so, deswegen müssen wir fliegen lernen. Darüber fliegen auf dem Hotdog-Stand. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das ein Yoshi-Ei ist. Obwohl ein Yoshi-Ei sieht doch anders aus, oder? Aber was soll sonst im Ei sein, außer ein Yoshi?
Ich mag Yoshi. Oh, hoffentlich ist er blau. Ich mag blaue Yoshis. Ich mag auch grüne Yoshis. Ich mag alle Yoshis. Jetzt macht das auch Sinn mit dem Fliegen. Hä? Ich wollte gerade sagen, warum kommen wir nicht hoch? Hallo, Ei. Was? Du möchtest, dass wir dir helfen? Was meinst du, Mario? Ja, wir helfen dem Ei. Wenn du meinst, Mario, lassen wir das arme Ding in Ruhe. Nur, was wird aus dem Verkäufer? Das ist mir egal. Schon gut. So ein herumhüpfendes Ei mag ohnehin niemand essen. Du bist frei, Kleiner. Auf Wiedersehen. Was? Was ist denn mit dir los? Du willst uns begleiten? Ein Ei. Tatsächlich, das Ei meinst ernst. Was meinst du? Kann mitkommen. Da freust du dich, Kleiner, oder? Aber stör uns nicht. Cool. Komm mit, Ei. Wir haben jetzt ein Ei im Team. Du hast eine Mail. Ja, schön für die Mail. Das Ei kann die Attacke. Ei-Attacke. Nein, wie ein Carpador. Carpador macht Platscher. Platsch, platsch. Yay, voll die Action im Carpador. Mann, ey, das fand ich immer wieder lustig. Carpados Attacke. Platscher. Yay. So kann es nämlich nie erwachsen werden. Weil es macht Platscher. Echt, das immer zum Garados zu machen, echt, war echt super. Wir machen jetzt mal wieder so einen geilen Kampf. Ja. Was hat er gesagt? Keine Blumenpower? Alter, ich komm da gleich mal rein, ey. Wie scheiße ist das? Das ist richtig scheiße, finde ich persönlich. Das heißt, wir müssen unsere schwächsten Attacken einsetzen. Das gefällt mir nicht. Ei, oh, wie süß, es hüpft auf die Bank, ey. Oh, das war knuffig. Ach nee, gegen die. Gegen die keine Power, das ist gemein. Unser Sterndings ist auch noch nicht voll. Oder? Oder. Nein, scheiße. Keine Blumenpower verbrauchen. Na toll. Wir müssen schnell die Blumenpower wieder aufmachen. Deswegen mal jetzt Stunts wie verrückt hier, ey. Number one is KO. Ey, du Arm! Ey, du! Das finde ich gemein. Dir meine schönen Münzen geklaut. Oh, Alter, die Blumenpower dauert. Die Sternpower dauert echt lange, bis sie aufgefüllt ist. Kriegen wir die Münzen eigentlich wieder? Der haut ab! Der haut auch ab! Wir haben gewonnen. Was war das denn für ein Kampf? Naja. Wir haben keine Blumenpower. Deswegen keine Blumenpower. Mann, war der Kampf lame. Meine Gage, ja. 5 Münzen? Nee, wow, 6. Wann komme ich denn in die zweite Liga? Erste Liga. Ich bin ja in der zweiten. Das Ei freut sich. Jetzt kommt der schon wieder. Der nervt mich an. Übrigens, in der Bar draußen trifft man gelegentlich diese wunderschöne Frau. Die würde ich ja gerne näher kennenlernen. Du sollst unbedingt mal rübergehen und sie dir anschauen. Wir befolgen jetzt immer seine Tipps. Wir gehen also rüber in die Bar. Und sollen... Welche wunderschöne Frau. Meint der Totzkopf? Ach, die war wirklich wunderbar. Ich habe mich ja nicht so verguckt. Gott, die Musik, ey. Die hätten sie ruhig mal ändern können. Die geht mir langsam auf den Zwiebel. Und die Ananas mit ihrer Krawatte sieht ja auch super schick aus. Da wir jetzt schon mal draußen sind, würde ich sagen, kaufen wir uns gleich ein paar Items. Wartet mal, ich muss mal kurz was machen. Ah, we can a picture machen. Neben Hotdog-Stand ist so eine Eiswaffe. Ah ja. So, jetzt brauchen wir keine Souvenirs, sondern mal sehen. Ich möchte einmal bitte ein Erdbeben. Du erhältst als Premium einen Pilz.
Das ist cool. Was ist das? Tausch KP gegen... Ach so. Abholen? Ach so, da möchte ich halt... Hab ich den... Nein! Oh Mann, ich wollte wissen, ob ich den PCs von dir schon bekommen habe oder ob ich den noch holen muss. Mal sehen. Habe ich wohl schon gekriegt. Okay. Na, viel Geld haben wir aber noch nicht verdient. Dann gehen wir jetzt in die Bar. Vielleicht kann sie uns ja sagen, wo dieses komische Klo ist, das alle Menschen frisst. Hä? Wer ist das? Wann wir aufholen? Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt und wir lieben den Kampfsport. Die Kämpfer der ersten Liga sind wirklich sehr spannend. Diese starken Männer kämpfen zu sehen, ist so aufregend wie Karussellfahren. Naja, wenn du meinst. Gehen wir mal hier rein. Er hat ja gesagt, wir sollen hier hingehen. Ey, was hat der denn für eine geile... Nee, das ist doch gar nicht Totsuko, das ist jemand anderes. Bonjour, Monsieur Schnauzer. Welche Blumen? Die kleine Mademoiselle Womark? Am passendsten wäre ja wunderschöne, dornige Rosen. Der plötzlich verschollene Champion Dark Toaster. Toaster? Der war wirklich ein brillanter Kämpfer. Es gibt immer noch viele Fans, die auf seine Rückkehr hoffen. Ich natürlich auch. Was gebe ich dafür, seine markenlose Kämpfe zu sehen? Was ist denn mit dem? Wo ist der hin? Toll, das hat mir jetzt voll was gebracht, hier nach draußen zu latschen. Nämlich gar nichts. Hallo. Toll. Wow. Fliegt hier das Telefon schon weg. Aber wo ist das Klo? Vielleicht ist es in der ersten Liga. Dass es da ein Klo gibt. Wer weiß. Lass uns hier rein. Wir wollen kämpfen. Wir haben ja eigentlich nichts verbraucht. Nö. Wir dürfen hier keine Bloompower einsetzen. Piranhas und Co. Mindestens eine Show-Einlage. Das kriegen wir hin, Boss. Eine Show-Einlage. Oh, das Ei hüpft gleich wieder ganz niedlich auf die Bank. Bomber, folge mir, dein Kampf beginnt. Tschüss. Oh, ist das putzig. Woher weiß das Ei überhaupt, wo es hinhüpft? Ich war noch nie im Ei. Ich kann's, weiß es gar nicht. Das sieht seltsam aus. Die sind so leicht zu besiegen, ey. Kriegen wir bestimmt wieder nur einen Punkt für. Wie gehen wir denn das am besten an? Ich würde sagen, wir hauen die scheiß Wolke runter, weil mich die Wolke so mal annervt. Die sind ja dumm, die sind alle runtergekommen. Ach so, kann ich trotzdem nicht. Ach so, nee. Machen wir mal einen Stampfattack auf die Wolke. Alter, ich hab A gedrückt, warum akzeptiert er meinen A nicht? Schön, dass er wenigstens alle angreifen kann, aber mein Erdbeben geht nicht, wie unrealistisch. Na, wenigstens die Wolke tot, wie ich es wollte. Au, ich hasse... Die Spinne mag ich auch nicht. Als... Gut. Mario macht die Spinne und Kopio macht unten. Gut, jetzt fehlt ja nur noch... Mann, jetzt habe ich einen Deckel auf dem Kopf. Eine Show-Einlage habe ich beinahe vergessen. Oh, wow, 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 wow. Ist egal, jetzt werden wir zwar nochmal angreifen, aber die Show-Einlage war wichtig. Habe ich beinahe vergessen. So eine Kacke, das wäre ja was geworden. Dann hätten wir nochmal gegen diese... Nee, hätten wir wieder einen da runter. Nee, hätten wir gegen die, genau. Er hat nicht getroffen. Aber die müsste jetzt tot sein, die Pflanze. Oder? Ja. Wir können wieder eine Sternattacke einsetzen. Hauptsache, er verbietet uns das nicht. Gut. Natürlich haben wir gewonnen. Kopi, du bist komisch. Wieder 6 Münzen wetten? Ja. Oh, wann sind wir denn in der zweiten Liga? Wann? Ja, du brauchst eigentlich gar nicht... Nein, jetzt kommt der schon wieder, nervt mich. Weißt du, ich werde mich langsam zur Ruhe setzen. Weiter komme ich eh nicht. Der nächste Kampf wird mein letzter sein.
Ein bisschen traurig bin ich schon, aber so ist es nun mal. Du gefällst mir, also vergiss den alten Marono nicht. Ja, ja, jetzt quatsch mich nicht mal von der Seite an, das nervt mich total. Hyperstein, der ist bestimmt der hier vorne, oder? Jetzt habe ich nicht gelesen. Können wir uns nochmal hinlegen, oder? Dim, dim, dim. Und jetzt steht er da an der Tür. Ey, du musst den Kampf doll antreten. Ne, jetzt kommt er erst. Okay. Ja, ich komme. Tschüss, Ei. Okay, Leute. Und ich würde sagen, an genau der Stelle mache ich jetzt einen Schnitt und wir kämpfen in der nächsten Folge gegen diese Steine. Also, ciao.